Sorry, Schatz, ich finde es gerade endscheiße einfach von dir, wirklich. Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Sarahs und mein Hochzeitstag. Ja, das zweite Mal. Und kurz zu der Geschichte. Sarah ist heute Morgen aufgewacht mit der Aussage, Schatz, alles Gute zum Hochzeitstag. Ich weiß, du hast es vergessen, aber ist nicht so schlimm. Ja, das waren ihre Worte. Dem ist nicht so. Ich habe es nicht vergessen. Denn meine Überraschung fängt jetzt erst an. Und ja, ich habe die Kleine gerade in den Kindergarten gebracht und Sarah ist noch zu Hause. Die will jetzt rausgehen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass sie zu Hause bleibt. Denn um 11.15 Uhr hole ich die Kleine vom Kindergarten wieder ab. Dann geht's nach Hause und dann, ja, dürft ihr euch selbst überraschen. Okay, Sarah ist, glaube ich, endangepisst. Ich war jetzt gerade noch mal kurz zu Hause, weil wir was machen mussten. Und ich glaube, sie hat irgendwie gedacht, dass wir jetzt den Tag verbringen oder dass wir schon gemeinsam frühstücken gehen und alles. Und sie wollte jetzt ins Nagelstudio oder will jetzt ins Nagelstudio. Und das Problem ist, wir müssen um 11.15 Uhr los. Jetzt muss ich irgendwie schauen, dass sie zu Hause bleibt. Ich habe jetzt einfach alle Autoschlüssel mitgenommen und hoffe, dass das nicht auffällt. Nee, sie wird mich safe gleich anrufen und mich zur Sau machen, warum ich alle Schlüssel mitgenommen habe. Und keine Ahnung und ja, scheiße. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen. Auf jeden Fall muss sie einfach jetzt noch eine Stunde zu Hause bleiben. Und dann ist die Katze aus dem Sack und dann wisst ihr auch mehr und sie auch mehr und dann ist alles wieder gut. Sorry, Schatz, ich finde es gerade endscheiße einfach von dir, wirklich. Ich muss dringend ins Nagelstudio. Ich habe die nächsten Tage haben wir nur Termine und ab Mittag ist da schon wieder die Hölle los. Mein Auto hast du genommen, deinen Schlüssel finde ich nirgends. Ich hole mir jetzt ein Taxi und fahre mit dem Taxi dorthin. Mir ist das jetzt echt irgendwie zu blöd. Und dann können wir später reden. Aber ich krieg sonst gar nichts gemacht heute. Ich muss die Buchhaltung noch machen und. Und das ist jetzt mir alles ein bisschen zu stressig, dass ich dich zehnmal anrufe und nicht einmal gehst du hin. Also, bis später. Und wenn du hättest reden wollen, dann hättest du auch direkt daheim bleiben können. Kurzes Update von mir. Ich habe es nicht geschafft, dass Sarah zu Hause bleibt. Sie wollte mit dem Taxi dann fahren. Die war auch sehr angepisst am Ende. Und ja, ich habe versucht, das Ganze zu überspielen und habe einfach mitgespielt. Jetzt haben wir so ein bisschen diskutiert. Und ich bin jetzt wieder auf dem Heimweg. Ich hole jetzt gleich die Kleine vom Kindergarten ab. Und dann warte ich zu Hause auf Sarah. Die müsste dann kurz nach mir wieder eintreffen. Und ja, dann schauen wir mal, wie sie reagiert, wenn ich ihr sage, dass alles ein Plan war. Und ja, ich glaube, sie wird ein bisschen schlechtes Gewissen haben. Aber, mei, Frauen halt, ne? Ich bin jetzt zu Hause und habe die Kleine vom Kindergarten abgeholt. Und Sarah müsste auch jeden Moment kommen. Mia, Maus, was machst du da? Nein! Tust du alles in die Tasche einräumen? Okay. Und dann? Socke auch. Ja, so wie es ausschaut, weiß Mia schon, was wir machen. Denn ich bin auch schon am Koffer packen. Wir sind ein paar Tage weg. Und ja, mein Koffer ist halb voll. Da, hier. Mias Sachen fange ich auch schon an zu packen. Windeln, Schlafanzug. Ja, wir lassen es uns ein paar Tage gut gehen. Und wie gesagt, Sarah müsste gleich kommen und dann mache ich die Kamera an und dann schauen wir mal, wie schlecht gelaunt sie wirklich drauf ist und wie lange das anhält. Oh, Mia und ich schauen jetzt noch ein bisschen Fernsehen und warten auf Mama. Und ich glaube, ich habe sie gerade gehört. Mama! Ja, ich glaube, die ist gerade in die Tiefgarage gefahren und wird jetzt gleich in die Wohnung kommen und höchstwahrscheinlich erstmal hier reinkommen und sich fragen, Oma, was unser Kind hier macht. Schauen wir mal. Mama! Mama. Geh mal zu. Aber leise. Ja. Gut geht. Was bist du denn da? Wo warst du? Warst du gerade im Kindergarten? Oder hat dich der Papa schon geholt?
Was ist das jetzt schon wieder? Hast du wirklich gedacht, ich vergesse unseren Hochzeitstag? Warum bist du da? Hast du wirklich gedacht, ich vergesse unseren Hochzeitstag? Bist du immer noch sauer? Bist du immer noch sauer? Keine Ahnung. Sag, bist du sauer oder nicht, du Nervensäge? Ja. Ja? Ein bisschen, ja. Du bist noch ein bisschen sauer? Alles klar. Dann kannst du deine Wut jetzt rauslassen, denn du hast maximal 28 Minuten, um deinen Koffer zu packen. Und auf dann? Die Plätze, fertig, los. Schatz, das war ganz kurz. 27 Minuten und 50 Sekunden. 27 Was Sekunden wir denn? Und 45 Sekunden. Schatz, ich hab nicht mehr meine 27 Haare Minuten und 40 Sekunden. Schatz, ich hab nicht mehr meine Haare gewaschen. Die Zeit läuft, du hast keine Zeit mehr. Mein Schatz. Was? Wir müssen los. Und kommst voran? Nein. Du bist gestresst. Lass mich jetzt ruhig. Mann, so spontan Dinger, ey, da bin ich doch überfordert, das weißt du doch, Schatz. Das stimmt allerdings. Aber ein bisschen Gas geben müssen wir wirklich. Weißt du, ich weiß einfach nicht, was ich einpacken soll. Du hast jetzt mehr als genug Tipps bekommen. Ich habe jetzt nur Pullis dabei und Jeanshosen. Also es geht nicht auf die Malediven. Du, ich habe jetzt eingepackt, wir können jetzt, glaube ich, lange, lange Zeit verreisen, ne? Alles klar. Weil ich einfach nicht weiß, was passiert. Ey, ich schwöre, das ist... Hier ist die Kamera. Was? Die darfst du jetzt halten. Soll ich das noch in den Koffer schmeißen oder ist egal? Nimm das jetzt. Okay. Nerv mich. Okay, Mia braucht noch eine Jacke. Dicke Jacke, dünne Jacke? Dicke Jacke. Dicke? Oh. Die reicht vollkommen aus. Die reicht. Schnullers, hast du genug? Zwei Stück. Wie viel? Zwei. Dann packe ich noch einen dritten ein. Okay. Gut. Läuft noch irgendwo was? Ich habe nicht irgendwo Musik. Hä? Ich höre gerade Pietro Lombardi. Irgendwo höre ich ihn. Steht der im Aufzug? Nein, Spaß. Der kommt mit. Ah, mein Handy. Danke. Okay. Mia, kannst du mir bitte erzählen, was jetzt passiert? Also Mia weiß es schon. Hast du ihre Trinkflasche? Die hat sie in der Hand. Okay. So, könnt ihr mir jetzt bitte erzählen, wo es jetzt für uns hingeht? Ne? Mia, bitte erzähl mal, wohin fahren wir jetzt? Wohin? Eins weiß ich mittlerweile, wir fahren und fliegen nicht. Wohin, keine Ahnung, ich lasse mich jetzt einfach überraschen, er sagt eh nichts. Auf jeden Fall perfektes Timing. Mia ist, glaube ich, innerhalb von 2 Minuten wieder eingeschlafen. Ja. Dann bin ich, glaube ich, genauso gespannt wie ihr gerade. Schau mal, wie schön es aussieht. Wohin geht ihr? Wandern. Ich muss das hier nochmal aufnehmen. Sieht einfach so toll aus. Wartet. Ja. Wow. Möchtest du der Mama jetzt erzählen, wo wir hinfahren? Ja, wohin? Dahin? Da auf die Berge? Ja. Okay, Schatz, ich weiß Bescheid. Wann sind wir da? Ja, ärgere ich dich auch nur. Also ein paar Mautstellen haben wir jetzt schon. Auf jeden Fall sehr idyllisch hier. Und da oben liegt auch schon Schnee, seht ihr das? Wohin, Schatz? Das weiß ich gerade selber nicht. Ich glaube, Tommy hat sich verfahren. Ich glaube auch. Und es nicht nur um ein paar Straßen. Glaube ich. Hast du alles im Griff? Immer. Okay, wir stehen jetzt hier vor einem verschlossenen Tor. Hello, Harrison. Oh Mann, das ist einfach so süß, ey.
der beste Ehemann auf der Welt. Öffnet sich das jetzt, oder was? So aus. Oh. Ich bin gespannt, Schatz. Voll nervös. Du darfst mir. Wir sind jetzt in der Lobby angekommen. Und die Ladies. Wir erkunden alles. Wir erkunden schon alles. Hier ist zum Beispiel mal die kleine Aussicht. Sehr, sehr schön. Wir haben jetzt hier einen Willkommens-Snack und Getränke bekommen. Und Mia gönnt sich ihren Apfel. Da, den Spieß hat sie auch schon aufgemacht. Ah ja, da waren ein paar Erdbeeren. Aber die waren schneller weg als gedacht. Ist lecker. Magst du noch Trauben? Nee? Magst du Gurke? Ja. Ja. Oh, richtig gute Mischung, Essig, Gurken und Erdbeeren. Das kannst auch nur du oder du in der Schwangerschaft. Und für die Eltern gibt es einen leckeren Wein. Prost. Cheers. Cheers, Mia. Du auch? Hier. Cheers. Jetzt. Hier. Und Papa auch, hallo. Cheers. Perfekt. Herzlich willkommen. Wow. Wow. Bevor wir euch jetzt aber das Zimmer zeigen, wo wir gerade angekommen sind. Erstmal will ich einen Kuss. Ich habe heute noch gar keinen Kuss gekriegt, weil sie anfangs so stinkig war. Und jetzt während der Fahrt die ganze Zeit überlegt hat, wo wir hinfahren. Ja, ich mag so Überraschungen, ne? Weil ich bin dann die ganze Zeit so angespannt, ey. Da. Für den besten und tollsten Ehemann auf der ganzen Welt. Das habe ich jetzt auf Beweis. Ja, voll schön, ey. Wir grüßen jetzt jemanden und zwar gehen die heutigen Grüße raus an Lilly Rumpler. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach. Und mega wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Nein, tschüss, machen wir noch nicht. Ich muss euch jetzt mal nochmal das ganze Zimmer zeigen, beziehungsweise das ganze Apartment. Das ist so schön. Vor allem, wie schön es einfach dekoriert ist. Schaut mal hier den Tisch. Du tust die Pralinen gleich mal in Sicherheit bringen. Ja, kenn das Kind. Boah, hier das Bett. Und das hier, das ist richtig, richtig cool. Sieht aus wie Feuer, ist aber einfach nur Nebel. Mir eigentlich ist das Feuer und da darf man nicht hinfassen. Ja. Auf jeden Fall, das ist kein Feuer. Das ist richtig cool gemacht, sowas wäre auch für zu Hause richtig cool. Das sind Lichter und einfach nur... Ich zeig mal den Rest hier. Ja, sorry, ich bin da dran voll hängen geblieben, das sieht so cool aus. Ja, und hier unser Whirlpool, mitten im Zimmer und auch voll schön dekoriert. Ja, und dann haben wir da hinten ein Esszimmer und Küche. Haben wir noch Mias Zimmer? Ja, komm. Mia, komm mal her. Mia hat sogar ein eigenes Kinderzimmer. Also wir haben hier ein Babybett für sie. Ich weiß noch nicht, ob sie hier drin schläft oder sie hat hier ihre eigene Suite. Was ist eigentlich hier drin? Ah, noch ein Badezimmer. Oh, ist das dein Zimmer, Mia? Nein. Deins? Dein Bett? Herzlich willkommen. Wow. Willst du da heute schlafen? Ja. Gute Nacht, Schatz. Schläfst du jetzt? Ruprecht, schläfst du jetzt? Ruprecht, hier eigenes Badezimmer und hier hinten ist dann unser Badezimmer. So, und dann geht's hier in die Dusche. Und dann geht's hier wieder Richtung Pool, also Whirlpool. Geil, oder? So, und jetzt müssen wir noch draußen zeigen, oder? Ja, muss ich. So, wir haben hier eine riesen Terrasse, Balkonart, genau, mit einer wunderschönen Aussicht.
Und hier haben wir sogar einen Private Pool. Oh, das fällt mir jetzt erst auf. Schaut mal die Bettdecke an. Einfach ein Herz und da sind überall solche Klötzchen drauf mit Love You. So voll viele Details. Das ist das Liebesnest. Wow. Das erste, was wir jetzt machen, ne? Mia, du darfst sagen, was machen wir jetzt? Ja. Ha? Ja. Aber was machen wir? Aus. Ausmachen. Nee, was machen wir hier jetzt? Wasser. Ja, und was willst du? Du willst da rein und? Mia. Oh. Baden. Baden, Mia. Ja. Das ist so süß, wenn sie so ungeduldig ist. Wir haben uns fertig gemacht für den Whirlpool. Wir sind glücklich, gell? Gehen wir baden. Am besten Papa und Ehemann der Welt, gell? Komm in die Bahn. Hey! Erstmal Licht. Oh, wow. Dom, dom, dom. Okay. Und? Oh, 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 wie geil. Ich glaube, wie gepolt meine Hose ist, da ist Luft drin. Ja, hier bleiben wir jetzt die nächsten 2 Stunden liegen, oder? Bevor wir zum Sag das mal unserem Kind. Mia, 2 Stunden baden! Yay! Sag mal yay! Hat Baden Spaß gemacht? Die ist so müde jetzt, gell? Und wir haben es noch endfrüh, wir gehen jetzt, schaut mal. Ja, wir gehen jetzt zum Abendessen und ich glaube, dann gibt sie den Geist auch schon, gell? Ja. Gehen wir essen, ne? Ja! Ja, wir machen Hunger, gell? Sag mal, Hunger, 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 Hunger! Also bei uns geht's direkt los mit einem Gruß aus der Küche. Die Salate habe ich selber gemacht. Mia ist auch schon fleißig Salat. Und bei ihr gibt's gleich Nudeln. Ja, genau. Genau. Und unseren Hauptgang zeige ich euch gleich. Auf die letzte fertig los. Ja, schau mal, Maus. Schau mal. Ich glaube, das ist besser. Oh. Danke. So viele Outfits haben wir nämlich nicht dabei. Nee. Scheiß. Jetzt machen wir noch Puschen. Das schmeckt gut, ne? Ja. Ist ein bisschen Käse drüber? Ja. Oh, schau mal. Noch mehr? Sagst du? Machst du noch mehr? Ja, okay. Mach mal. Ja, gut. Okay. Ich glaube, das reicht. Sag danke. Danke. Bitte. Kann man erstmal mit Gabel machen. So, wir haben hier nochmal eine Vorspeise bekommen und zwar eine Spargelcremesuppe. Und danach kommt dann das Fleisch. Ja. Jetzt aber Rinderfilet. Kalbsbraten. Und ein paar Kartoffeln. Oh, das Essen war so gut und die Mia ist jetzt ins Bett gegangen. Die haben wir jetzt hinten in das Babybett reingelegt, aber in das andere Zimmer. Und die haben hier sogar in dem Hotel uns Babyphones, also ein Babyphone hingestellt. Und das werden wir jetzt auch ausnutzen, weil wir haben uns das nicht mitgenommen und werden, also Domi hatte den Einfall, dass wir jetzt nach unten in diesen großen Pool reingehen. Boah, hey. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es schneit hier einfach. Boah. Also jetzt mal ohne Spaß, Leute. Ich habe mir meinen Hochzeitstag niemals so vorgestellt, wirklich. Irgendwie dachte ich, dass wir einfach ganz gechillt zu Hause sein werden. Wie geil ist das einfach? 2 Jahre sind wir einfach verheiratet. 2 Jahre. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Wir genießen jetzt, warte, ich muss mal eins sagen. Wir genießen jetzt noch unseren Tag. Also unseren Abend und morgen noch haben wir noch einen ganz tollen Tag hier und erst dann fahren wir wieder nach Hause. Genau, und der Tag morgen gehört nur uns. Also tschüss! Jetzt darfst du deine Hand hinmachen.